Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Herr der Ringe Schlacht um Mittelerde 1 im Idan-Mod. Im letzten Part mussten wir ein kleines bisschen Schadensbegrenzung bei den Rohirren machen. Und das würde ich auch in dieser Folge weiterführen, allerdings nicht hier unten in Nahirat, denn da wird es wahrscheinlich genauso schlimm sein wie hier in Harondor. Deshalb werden wir nach oben nach Fangorn ziehen und da unser Glück versuchen. Es könnte jetzt unter Umständen ein kleines bisschen dauern. Denn ich habe wirklich überhaupt keine Lust, noch weitere Einheiten an irgendwelche Olifanten zu verlieren. Die brauche ich später alle beim Schwarzen Tor. Ich brauche sie einfach alle. Und deswegen wird es wahrscheinlich Gondor erledigen. Denn mit den Bogenschützen sind die, glaube ich, ein bisschen besser gerüstet. Fangorn, der älteste Wald Mittelerdes, ist die Heimat der Ents, mächtiger Baumhirten. Die hat generell ziemlich wenig zu sagen inzwischen. Das ist schon fassbar eigentlich. Besiegt alle Truppen Isengards. Ach, Isengard. Ach so. So gleich so hart. Gibt's ja nicht. Okay, als erstes, meine 10 Einheiten brauche ich nicht. Könnte sein, dass es am Ende vielleicht doch brauche, aber ich möchte es nicht hoffen. 10, 10. Den brauche ich auch nicht. Den auch nicht. Die Zehner auch nicht. Die brauche ich. Das sind Zehner, die kann ich auch nicht brauchen. Das sind auch Zehner. Weg damit. Das sind Zehner. Weg damit. So, und dann dürfen die jetzt hier erstmal schön kämpfen. Oh mein Gott, jetzt sind es aber wieder viele hier. Seid unser König. Ihr seid unser König. Männer Rohats! Teil! Der Feind! Jetzt ziehen wilde Menschen durch die Westfurt und brennen alles nieder. So wenige sind zurückgekehrt. Bleibt wachsam, lasst keinen entkommen! So, jetzt gucken wir mal, was wir damit reißen können. Es ist Brauch, dass die Frauen am Hofe die Männer verabschieden. Oh nein, Speerträger. Oh oh. Das hat definitiv den gleichen Effekt wie alles andere auch. Und ich habe keine Lust darauf. Du gehst mal auf dein Pferd. Du auch. Dich brauche ich auch hier. Wo sind meine anderen Elben? Die da brauche ich auch. Oh oh. Scheiße, das ist meine der letzte Typ von der Einheit. Ich darf nicht zulassen, dass der stirbt. Es gibt einen Pfad. Oh, Herren, wir werden angegriffen. Sie wurden nicht gewonnen. Oh, verdammt. Heute wird Rohan siegen. Ah! Eowyn ist gefallen. Ist mir relativ wurscht, ob Eowyn fällt. Hauptsache, die fallen nicht. Okay, jetzt muss ich die anderen auch noch dazu holen, sonst überleben die das nicht. Oder vielleicht doch, weiß man ja nicht. Oh, vielleicht überleben sie es doch, ich will's hoffen. Oh doch, das sieht gut aus. Boah, meine Fresse, war das knapp. Mann, Mann, Mann. Das war verdammt nochmal knapp. Das war mir viel knapper, als mir lieb ist. Also, dann baue ich jetzt hier erstmal hier was zum Erholen hin. Jetzt habe ich ja zum Glück gute Rohstoffe. Mann, ey, war das heftig gerade. Und dann hole ich mir Eowyn zurück. Die brauche ich wieder. Die muss auch leveln. So, dann jetzt wieder alles zusammenrufen, was jetzt hier so rumflackt. Ich hoffe, ich habe keine Einheiten verloren. Ja, wir werden es gleich sehen. Solange darf der mir jetzt mal geschwind hier ein Gehöft bauen. Jupp. Oh ja, doch, ich habe ich hab keine Einheiten verloren. Puh! Trotzdem, großes Glück gehabt. Das hätte auch ganz arg schief gehen können. Ich habe echt wenig Lust, noch mehr Schadensbegrenzung zu betreiben, als ich es eh schon betreiben musste. Deswegen, ja. Ich nehme an, ihr wisst, was ich meine.
Da kommen aber auch so viele, hey. Das ist eigentlich perfektes Training für meine Bogenschützen. Ich werde die normalen mal hier hinstellen. Und meine Fernkämpfer alle dahin. Und dann lasse ich das mal kurz meine Bogenschützen machen. Die werden ja auch schön geheilt. Dann können die hier schön die Typen mal kurz auseinandernehmen. Meine Zähne sind da hinten gut aufgehoben. Es sind sogar noch ein paar dazugekommen, das finde ich schon mal gut. Und den brauche ich eigentlich nicht. Was willst du eigentlich hier? Ihr braucht allerdings keine Erfahrung mehr zu sammeln. Ihr verzieht euch mal. So. Ihr bleibt da. Ihr werdet auch noch gelevelt, aber nicht jetzt. Denen geht's wieder gut, hoffe ich doch mal stark. Das sieht gut aus. Wunderbar. Habe ich irgendwas zum Spähen? Ich glaube, ich werde mal geschwind den Eomer dafür missbrauchen und ein bisschen scouten. Und dann schauen wir doch mal. Wunderbar. So. Eomer darf mal weiter hier lang. Da kommen sie gerade her. Ich denke, da muss ich mal zuerst angreifen. Das ein bisschen unterbinden. Ja? Wunderbar. Da ist mein Halt hier schon ein bisschen aufgestiegen. Schon mal sehr schön. Und sonst noch irgendwo hier irgendwas. Das da drüben läuft immer noch gut. Das ist gut. Eowyn ist auch wieder da. Die darf da auch ein bisschen leveln. So, wo sind die eigentlich die ganzen Baumhirten? Ah ja. Von da kommen sie. Unsere Feinde haben das Land besetzt. Folgt mir. Los. Okay. Alles klar. Dann wissen wir ja, wo wir als erstes angreifen müssen. Das werde ich mit... Könnte ich das mit... mit Gambling und seinen... Ja, doch, das machen wir. Dann nehme ich die Bogenschützen mit. So machen wir das. Wir haben hier noch ein bisschen... Können wir hier was entdecken? Aha. Huch. Was ist jetzt los? Ach nö. Es ist echt scheiße, seine Helden so zu stellen, dass sie nicht die ganze Zeit Scheiße machen, die man selbst gar nicht will. So, habe ich hier alle? Sieht gut aus bis jetzt. Und du verziehst dich bitte auch dahin. Ich kann dich nämlich wirklich nicht gebrauchen. So, ihr passt weiter auf den Vorposten auf. Apropos, wo ist eigentlich Eowyn? Ach, da. Die kommt dahin. Und dann möchte ich bitte mit denen hier angreifen. Ja, Gambling, wir wissen, dass... Verflixt nochmal. Wir wissen, dass Theoden dein König ist und von den anderen auch. Das musst du jetzt nicht die ganze Zeit wiederholen. Die Vorhands haben gelernt, dass jene ohne Schwerter trotzdem durch ein Schwert sterben können. Wollt ihr denn gar nichts tun? So, und ihr werdet euch jetzt hier mal geschwind zur Wehr setzen. Hier kann man noch geschwind heilen, falls es nötig ist. Das werde ich mir jetzt hier noch... Ja, das kann ich mir jetzt hier erstens mal sparen. Wenigstens ist Gambling jetzt Level 10. Da muss man das auch nicht mehr machen. Ah, verflixt und zugenäht. Ich habe vergessen, mich in Skype zu muten. Da mache ich mal ganz kurz einen Schnitt, dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Tut mir leid, die kurze Unterbrechung. Ich meine, ihr habt es ja... Ihr werdet es jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Aber ich habe heute mal vergessen, mein Skype auszumachen, während ich aufnehme. Und
Das ist komischerweise immer so. Wenn sich die Möglichkeit bietet, dann muss immer irgendjemand stören. Ach, mein Gott. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. So, seid ihr jetzt noch nicht fertig? Ich dachte, ihr seid's. Hm. Aber da kommen ja immer mehr. Komm, zerstört es mal schnell. Schade, hab keine Ents bekommen. Aber wo sind die denn dann? Sowas. Ich denke, jetzt wird es mal Zeit, das hier mal richtig zu unterbinden. Jetzt reiten wir direkt zum Vorposten und werden ihn zerstören und für uns beanspruchen. Gut, dass ich nur berittene Einheiten habe. Das geht ein bisschen schneller. Hehe. Versucht mich doch zu fangen. Oh, da ist ein Ent. Aber irgendwie macht er gar nichts. Wieso macht er nichts? Ent, kannst du mir mal... Hallo? Unterstütz mich! Ach, kommt schon, Leute. Warum will mir der Ent nicht helfen? Was soll das? Ich könnte es gerade brauchen. Mache ich mal hier ein bisschen Elbenwald. Dann habe ich einen kleinen Rüstungsbuff. Das finde ich auch gut. Kommt, jetzt schießt mal da drauf und vernichtet es endlich. Ich habe keine Lust mehr zu warten. Das Gebiet ist eh schon groß genug. Los, auf geht's, ein bisschen schneller. Das Gute daran ist, sie haben keine Speerträger mehr. Hehe. Deswegen können sie meine Reiter auch nicht so schnell töten, wie sie es gerne hätten. Also schnell den Turm noch zerstören und dann die Zitadelle noch. Und dann machen wir hier sauber. So, das war's. Dann kommt als nächstes die Urukai, die hier so rumgammeln. Die hier haben sowieso keine Chance gegen meine ganzen 10 Einheiten. Darüber, Leute. Da sollt ihr hingehen. Ich will euch nicht hier haben. Sagt bloß. Ich habe jetzt einen Bonus erfüllt. Okay, und wo ist jetzt der End? Hallo? Wo ist der denn? Bin ich blind? Hä? Leute, bin ich jetzt wirklich blind oder wo ist der End? Eine Runde heilen. Wuhu. Wo ist der End? Ich raff's nicht. Wo ist der blöde End? Ich versteh's nicht. Ihr seid unser König. Ich habe von den Zauberkünsten der Elben gehört. Bitte? Wo ist der End? Wo ist der End? Ich will mit dem End spielen. Leute. Sta los. Verflixt nochmal. Das sind mir irgendwie zu viele. Jetzt hole ich mal meine anderen Rohirrim dazu. Es gibt einen Pfad. Ja,
Ist der vielleicht hier? Nee, auch nicht. Wo ist der? Oh, jetzt fangen langsam an, meine Einheiten zu sterben. Geht ja gar nicht. Kommt schon, wo sind die? Oh, da ist ein Lager. Gut, dass ich das auch weiß. Wieso macht der nichts? Und wo ist der blöde Ent, der mir hilft? So, jetzt bauen wir hier uns mal schön einen Vorposten. Ach klar, genau da, wo eine Einheit fehlt, da heile ich halt nicht. Wunderbar. Okay, dann machen wir jetzt schnell das hier und das hier und das hier. Das wird nämlich der Platz zum Erfahrungspunkte farmen für meine Einheiten hier. Wo ist eigentlich mein... Ah ja. So, und hier werde ich 10 Einheiten hinstellen, damit hier niemand auf dumme Gedanken kommt. Aber die werden dann natürlich hier bleiben. Ja, natürlich wird unsere Festung angegriffen, war ja klar. Muss ich den jetzt halt noch so lange heilen, beziehungsweise halten, bis meine anderen Einheiten hier kommen. So, Gambling noch mit. Eowyn mit. Meine anderen Rohirrim gehen auch mit. So. Der darf sich da mal verstecken. Wo ist mein Haldir? Da drüben. Die dürfen sich jetzt darum kümmern. Und auch noch ein bisschen mehr EP kassieren. Da doppelt so viel Erfahrung durch diese Statuen. Hurra! Währenddessen werden wir hier nicht schlafen. Ganz und gar nicht. Wir werden uns direkt hier das Lager vornehmen und das einnehmen. Ich nehme an, meine Elben werden damit ziemlich gut zurechtkommen. Da schmeiße ich hier noch einmal heilen. So, und jetzt geht's hier los. Aha! Na also, und da ist noch ein zweiter Ent, der mir hilft. Schön. Damit geht das Ganze auch viel einfacher. Kann ich mit... Nein, kann ich noch nicht. Schade. Auf geht's, Leute. Jetzt machen wir hier richtig Randale. Könnt ihr hier schön Level farmen. Hoffe ich jedenfalls. Huhuhu. Auf jeden Fall läuft es hier schon mal ganz gut. Ich kann euch auch schon ankündigen, zwecks schwarzes Tor. Mein Safe State ist bereits, ist quasi soweit. Da habe ich komplett alles auf Level 10, Gondor und Rohan. Und ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, aber ich sage es jetzt vorsichtshalber nochmal. Ich werde beides spielen und aufnehmen und das, was besser läuft, werde ich dann auch hochladen. Es sei denn, ihr wollt unbedingt, dass ich das andere auch hochlade. So zum Gucken, wie sieht es aus, wenn man nicht alle Einheiten 10 hat. Aber das kann ich eigentlich nur machen, wenn ich ans schwarze Tor ziehen muss und meine ganzen Einheiten noch nicht 10 sind. Was mit Hilfe dieses Fails, den ich hier drin hatte, mit meinen Einheiten in Rohan durchaus passieren könnte. Da dann vielleicht Gondor nicht mehr genug Level kriegt. Es sei denn, ich mache eine 4-Stunden-Folge, in der ich nur level die ganze Zeit.
Aber ich denke, das ist auch nicht in eurem Interesse. Ich meine, wer guckt sich schon ein 4-Stunden-Video an, in dem fast nichts passiert? Ich denke mal, keiner. Würde ich selber auch nicht machen. So. So, das Lager ist jetzt meins. Schön. Dann werde ich das gleich mal bauen. Ihr seid unser König. So, wunderbar. Gleich mal für die Befestigung sorgen. So, Delle. So, Delle. Brunnen. Ganz viele Brunnen machen. So, wo sind meine... Ey, bleibt mal da, wo ihr... Wo ich euch sage, dass ihr bleiben sollt. Ah. Puh. Okay, wie sieht's aus? Hier sieht ja soweit schon mal alles ganz gut aus. Meine Ents kann ich eigentlich auch da hinten zurückziehen, die brauche ich euch gar nicht hier. Seid bereit, Elben. Zieht eure Waffen, Elben. Baue ich noch schön einen Brunnen dazu. Da kommt nämlich schon die nächste Welle an Urukai. Sogar mit einem Troll. Interessant. Ach ja, die brauchen echt noch Training. So, da kommen meine Ents. Warum geht der nicht dahin, wo ich ihm sage, dass er hingehen soll? Seid bereit, Elben. Hab ich eigentlich... Oh, hab ich die Dinge noch gar nicht gekauft? Seid bereit, Elben. Hab ich denen die Klingen nicht gekauft? Oh mein Gott, das wäre ja ein megamäßiger Fail. Habe ich denn echt die Klingen nicht gekauft? Ach du Scheiße. Das wäre ja mal ein derbster Fail von mir. Ach du heilige Scheiße. Sag mir nicht, dass mir das passiert ist. Aber alles andere scheine ich denen gekauft zu haben. Bloß die Klingen nicht. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, da habe ich wieder reingeschissen. Mega mäßig. Aber hier habe ich auch alles. Hier auch. Okay. Bei denen denke ich mal sowieso. Ja, nicht, dass ich hier irgendwas vergesse, ne? Verflixt und zugenäht. So, dann jetzt gleich mal erforschen und dann gib ihm. Die erforsche ich jetzt einfach auch mal, weil ich gerade die Rohstoffe habe und ich sie für sonst nichts anderes brauche. Aber die Klingen sind wichtig. Kann es ja nicht angehen, dass ich jetzt hier Einheiten habe, die nicht voll aufgerüstet sind. Geht ja mal überhaupt nicht. Mann, Mann, Mann. Hey. Das stört mich jetzt megamäßig an, dass ich dies vergessen habe. Ich hab das echt vergessen, ey. Das gibt's ja wohl nicht. Okay. Okay, da habe ich wohl einen Fail begangen. Okay. Es gibt einen Pfad. Die Schlacht wartet. Haltet die Augen offen. Haltet die Augen offen. Ja. So, ich hoffe, dass die kein größeres Lager mehr hier rumfahren haben. Ihr seid unser König. Denn ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal ein bisschen spionieren gehen. Die müssen ja schließlich noch irgendwo einen Vorposten oder sowas haben. Ihr seid unser König. Ihr seid unser König. Wir kommen zu spät. Sie haben das Gebiet erreicht. Die Rückenteile sind zu zahlreich. Brummro? Ah, Enz. Sehr schön. Oh, Gleichstadt von Bauten.
Also von Bäumen. Ach, ist ja egal. Oh, 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 hey, was haben wir da? Trolle. Ich hab gedacht, die gehen da hoch. Ach, egal. Was soll's. Normalerweise würde ich das mit Verstärkung machen, aber... Ja, ich muss leveln. So. Es sollten gar nicht zu viele Vorposten sein. Ich weiß, ich bin hier schon fast die ganze Map abgerannt. Na, no, auf geht's. Na, komm schon. Lass mich da einen Vorposten bauen, dann geht's gleich weiter. Auf geht's. Da geht's lang. Und da ist auch schon der nächste. Ah, da. Da haben sie ihre Rüstkammer. Sehr interessant. Noch Stallungen, obwohl ich keine brauche. Ich kann die Rohstoffe gerade so rausschmeißen. Schauen wir mal, wie schnell wir das hinkriegen. Das wird auf jeden Fall ein einzelner Part, mal egal wie lang oder kurz er ist. Denn den nehme ich erst heute am Montag auf, am 2.2. um genau zu sein. Da ich am Wochenende ein bisschen krank war und ich deswegen nicht aufnehmen konnte. Es sind noch mehr. Ich muss noch ein wenig spionieren. Hier müssen sie ja noch irgendwo was haben. Ah ja, da. Das sollte eigentlich aber auch schon der letzte sein. Ja, Rohan sind Pferdefreunde. Ein Pferdevolk, auf jeden Fall. Das kann man auf jeden Fall nicht verneinen. Und deswegen werden wir Isengard jetzt vernichten. Und den Part damit beenden. Hurra! Wir sollen jetzt hier nicht auf dumme Ideen kommen. Deswegen gleich mal schnell die Zitadelle zerstören. Alles andere zerstören. Und dann sind wir nämlich auch schon fertig. Haha. Und? Los, 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 los. Okay, jetzt wird's langsam lächerlich. Jetzt aber. Na also. Hey! Ich wollte gerade sagen. Verflixt und zugenäht. Okay, das war's für diese Mission. Wir schauen uns noch schnell die Übersicht an und dann ist der Part auch schon vorbei. Ich verspreche euch, nächstes Mal wird's auf jeden Fall nicht so fail wie heute. Vielleicht wechsle ich dann auch zu Gondor, ich weiß noch nicht. Dass halt eine Armee mal fertig wird. Aber bis jetzt sind ja alle Einheiten irgendwo ein bisschen gelevelt, dann läuft es auch ganz gut. So, Gesamtsieg in Fangorn, wunderbar. Schauen wir gerade nochmal, wie viele wir noch leveln müssen. Das sind 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bataillone, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Okay, wir haben Fangorn verteidigt. Und dann im nächsten Part schauen wir uns mal an, ob wir entweder hier weitermachen oder vielleicht doch da unten. Ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich werden wir bei Rohan bleiben. Ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall. Ich darf mich bedanken fürs Angucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.